Hallihallo, ich bin's mal wieder, euer Knosti und willkommen zu endlich mal wieder zu MW3. Und ihr wisst natürlich, ich spiele das Spiel auch nicht, ich hasse das genauso wie Black Ops 2. Und deswegen ist der Gameplayer-Spieler unten in der Beschreibung. Schaut mal bei mir vorbei, das ist der Limr Drive. Also ich nehme mal an, beim Clan dabei, bringt auch ab und zu ein paar COD-Clips und Videos. Wäre cool, wenn ihr vielleicht bei einem Video von ihm vorbeischaut und vielleicht Danke von Knosti hinterlässt. Wäre ganz chillig, wenn ihr das machen könntet. Gut, ist eine LSW-Mob, Standard, ich meine, ich würde das zwar nicht schaffen, aber egal. Also ein schön nettes, relativ kurzes Gameplay zum Anschauen. Ich wollte mit euch heute ein bisschen Themen besprechen, ist auch der Beat im Hintergrund, weil ich weiß nicht, heute ist so wieder ein Spontan-Commentary, sag ich mal. Die Abonnenten, die schon länger dabei sind, wissen, was das ist, da mache ich ein bisschen das Ganze gechillter. Ich habe jetzt wirklich nicht unbedingt einen Plan. Ich habe mir genau nichts aufgeschrieben. Normalerweise schreibe ich mir jetzt auch nichts auf, aber ich meine, ich habe noch weniger Plan als sonst. Ich laber einfach frei Schnauze und ich denke, das machen wir jetzt mal. Kommen wir gleich mal zum ersten, das mir aufgefallen ist. Der Krieger, der liebe Commander Krieger, der startet jetzt wieder seine Padawan Challenge, eine zweite Runde. Auf Facebook haben ein paar geschrieben, oder haben mir ein paar, es haben mir zwei Leute, haben mir eine PN dort geschrieben, dass ich dort auch mitmachen soll. Auf YouTube hat mir auch eine geschrieben. Ich hätte auch Bock dazu, muss ich ehrlich sagen, nur ich habe echt keine Zeit. Ich meine, ihr werdet es vielleicht sehen, ich bringe ein, höchstens zwei Videos pro Woche. Zwei Videos ist aber auch schon relativ selten, wenn ich das pro Woche bringe. Ich habe einfach für die Schule jetzt zu tun und wenn das Projekt nachher wirklich losgehen soll, ich nehme mal an, das wird nachher im April losgehen, April, Mai, weil der Einsendeschluss ist Ende März. Da geht meine Matura, das heißt mein Abi los und da habe ich echt anderes zu tun, als für YouTube irgendwie Videos zu produzieren und mir da Sachen zu überlegen. Natürlich hätte ich die ein oder andere Idee noch, die ich rauskloppen könnte, auch für Padawan, aber die sind einfach zu zeitaufwendig. Dazu fehlt mir die Zeit einfach und deswegen, nein, leider nicht, Knosti. Also ich bin nicht dabei bei CKs Padawan Teil 2, das heißt für alle, die mich als Konkurrenten sehen, ich meine, ich würde mir da sowieso fast keine Chancen machen, aber wäre ganz chillig da mitzumachen, für die bin ich jetzt mal weg. Ich wünsche natürlich Leuten, die ich kenne und da mitmachen, viel Glück. Dem Synex wünsche ich viel Glück, weil mit dem habe ich schon ein bisschen kurz geschrieben darüber. Nein, mit dem Synex habe ich nicht drüber geschrieben, aber vielleicht macht er auch mit. Egal, mit dem Synex habe ich über was anderes geschrieben. Kommt vielleicht auch noch, erzähle ich es vielleicht euch dann auch noch. Mit dem Joel, also mit dem Austrian Wave und neues, jetzt heißt er Pond TV. Hat einen neuen Kanal aufgemacht, mit dem habe ich schon ein bisschen drüber gequasselt. Das heißt, er macht mit, dir wünsche ich alles Gute für den Wettbewerb und dir drücke ich auch die Daumen. Dich werde ich vielleicht auch ein bisschen unterstützen, falls du irgendwas brauchst, kannst du dich einmal bei mir melden. Jo, hätten wir das Erste, wenn ich schon Synex gesagt habe, vielleicht kennt ihr den, macht ziemlich gute Videos, der Typ, vor allem informative Videos. Jo, mit ihm habe ich ein bisschen drüber geredet, denn der Pink Panther, wenn wir schon bei diesen Challenges sind, der Pink Panther macht auch so eine kleine Challenge. Da mache ich aber schon mit, weil da muss man ein Bewerbungsvideo machen von 3 Minuten, das habe ich heute schon gemacht. Ein kurzes, knackiges Video. Vielleicht, ja, wenn ihr auf Facebook seid, da werdet ihr sowieso sehen, das ist auf nicht gelistetes Video, aber dort habe ich es gepostet. Gut, das war auch dazu, also der Synex macht halt auch mit, also der Pink Panther pusht da 15 Leute oder sowas. Habe ich mir gedacht, yo, mach's einfach mal mit, mal schauen, was sie von dir halten. Jo, da hätten wir es auch mal abgehackt. Kommen wir zum nächsten, zu Gameplays. Ich bräuchte mal wieder Gameplays, mache ich eigentlich neben Commentary. Ich bekomme auch dann einige Gameplays von euch, ich habe zwar auch noch ein paar, aber die sind alle so 14 Minuten, 10, 11, 12, 13, 14 Minuten lang. Und für sowas wie heute, keine Ahnung, wenn ich so gechillt ein bisschen labern will, 5 Minuten, das ist einfach viel zu lang, sowas. Ihr schickt mir zwar geile Gameplays, Herrschaft, Sprengkommando 100+, hat der Geier gesehen, was? Also das sind richtig gute Gameplays, ich sage ja nichts dagegen, aber mir fehlen so ein bisschen die Zeiten, wo man so 30-0, 30-1 Free Fall gezeigt hat oder kurze, schnelle TDMs, so 3, 4, 5 Minuten. Sowas gefällt mir. Das heißt, wenn ihr solche Gameplays habt und auch aufnehmen könnt, weil zum Aufnehmen für euch habe ich im Moment, wie gesagt, keine Zeit, dann ist in der Beschreibung oder auf meinem Kanal, gibt es ein Formular, das könnt ihr ausfüllen mit Link und sowas. Jo, und am besten ist, ladet es bei mega.co.nz hoch, ist das neue Mega-Upload. Ja, also das ist alles, also falls ihr Gameplays habt, die ihr mir geben wollt, dann werde ich das natürlich gerne annehmen. KD ist eigentlich egal, also es sollte jetzt, also das ist auf jeden Fall ein gutes Gameplay, so eine Moab nehme ich immer gerne.
oder ich weiß nicht, also TDM, 30, 40 Kills sollten aber schon drin sein, weil drunter kann ich das auch erspielen, obwohl ich keinen Bock dazu habe. Gut, und danach noch, weil wir noch ein bisschen Zeit haben, wir, apropos Schule, das habe ich auch am Anfang des Videos besprochen kurz, heute mal wieder Chemietest. Jawohl, am ersten hatte ich eine 1, also das war richtig geil, also ich bin so ein Chemiestreber, das ja. Ich glaube, den zweiten Test, den entscheidenden Test habe ich aber verhaut. Da ist mir einiges nicht eingefallen. Ich konnte auch die verschiedenen Kunststoffarten nicht und hast, weiß der Geier was, diese verschiedenen Herstellungsverfahren von wegen, wie macht man das und das. Da hatte ich echt keinen Plan davon, aber der Rest sollte eigentlich stimmen, aber stellt's mal, es wird ein Dreier oder so. Nicht das Top-Ergebnis für Chemie für mich, aber kann man nichts machen, ne? Und falls ihr weiter Bock auf Video habt und das letzte Video verpasst habt, das seht ihr nämlich links. Das ist ein geiles Video mit dem Gaps gewesen. Also so fett lachen habt ihr mich noch nie gehört. Das heißt, falls ihr Bock auf einen lachenden Knosti habt, dann klickt auf das Video. Und rechts seht ihr noch ein bisschen älteres Video. Das war im Release. In der Release-Woche von Black Ops 2 habe ich mit dem Gaps, Gandalf und noch jemanden, weiß ich nicht wem genau, habe ich ein bisschen Black Ops 2 Zombies gezockt, da Busdepot. Da zucken wir auch ein bisschen aus. Das heißt, wenn ihr noch das Bock habt, könnt ihr auch draufklicken. Die Videos öffnen sich in neuen Tab. Und somit hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Hoffentlich bewertet ihr das Video. Wäre ganz chillig. Und somit sage ich Tschaußen, bis zum nächsten Mal. Euer Knosti.